Auf unseren Leutnant Baumgart und unsere Blutsbrüderschaft. Und auf die, die nicht mehr nach Hause gekommen sind. Verrat von Schranten anno 1807. Über einen geheimen Weg, Katzensteg genannt, führte der Verräter die Franzosen, die das Schloss besetzt hielten, in den Rücken des 12. Pommerschen Grenadierregiments, das dort sein Nachtlager aufgeschlagen hatte, und wurden meuchlings ermordet. Es scheint ein Zeichen des Himmels, dass das Schloss samt allen Wirtschaftsgebäuden anno 1809 bis auf die Grundmauern abbrannte. Und wie ich die Schranten erkenne, wird der Herr Baron hinterm Gartenzaun verfault! Es ist mein Vater. Du warst es, die die Franzosen über den Katzensteg geführt hat. Wer hat dir das befohlen? Herr Pfarrer, vergessen Sie für einen Augenblick, dass ich den Namen Schranden trage. Sehen Sie in mir nichts weiter als einen Sohn, der seinen Vater begraben will, und dem die Erfüllung dieser heiligen Pflicht verweigert wird. Und ich predige Hass. Das hat die Tat deines Vaters aus uns gemacht. Wir waren das Schandfleck des Vaterlandes. Die hohen Herren haben natürlich keine Ahnung, wer sich hinter dem Leutnant Baumgart versteckt. Sie werden ihn wohl bloß unter seinem Geburtsnamen kennen. Herr von Schranden hieß er sonst. Den bringe ich um. Den Verräter. Ihr meint, ihr müsst die Sünden meines Vaters an mir rächen. Mein wahrer Name hätte mir Schwierigkeiten bereitet, weil er durch ein Gerücht, gegen das ich nicht ankämpfen konnte, besudelt war. So also bist du deines Vaters würdig. Und wie ich ihn einst verflucht habe, so verfluche ich dich. Dich und dieses Weib mit ihm. Wir sind verflucht. Wir gehören jetzt zusammen.